Mädchen, Mädchen muss man sein, dann sieht man die Welt aus ganz anderen Augen. Wenn Mädchen, Mädchen müde ist, dann muss Mädchen, Mädchen schlafen. Ja, jetzt ist er abgehauen, weil du ihn gelangweilt hast. Das hast du toll gemacht, Mädchen, Mädchen. Heißt sie? Ah ja, genau, Windel. Mädchen, Mädchen. You scared me. What's up? Der Hesse konnte nicht klopfen. I'm just thinking. Don't blame yourself. You know, you can't control who a FLC picks for a focus. My son Dodge. He was picked. He's a lessee. He said he wanted to see a foul sea. So, I took him to go on a tour of the Uriday Gorge plant. Thought I'd surprise him with a chocobo chick to take home, but the second I turned my back, into the energy plant he went. Dodge! Dodge, come out here! Dodge! I know you're in here! Dodge! Where are you? Say something! Sie hatten diese Windelschutte dazu sogar. Hey, what's wrong? Dodge! Daddy! It's all right. You okay? You're not hurt, are you? What's that? Apparently, those postless sea had snuck in and tried to attack the sanctum foul sea. It did the only thing it could and made Dodge of the sea to protect it. My son, he got picked by a sanctum foul sea. He's a hero. But where postless sea? Dodge's enemies. Psycom showed up right after that to take custody of him. Also gibt's da auch noch Unterschiede dazwischen, ja? It was one test after another. Even then they couldn't figure out his focus. Maybe it was look for Pulseless C, maybe it was kill him. Either way, how could a kid that young even stand a chance? After he was made a Lissy, Dodge had some way of sensing things from Pulse. He was the one who found the Pulse foul sea. But the kid can't fight. So, that's why I put myself on the train to Purgeville. I figured his focus had to have something to do with destroying that Pulse foul sea. Thought I could do it for him and, well, you know the rest. If I was right about his focus, he's probably a crystal already. Of course, if he was supposed to take out that thing's lessee, then either we die, or he's a Seath. Die? Really? Typen ist das coolste überhaupt. The bird says no. Verwandelt sich das Küken auch noch?
Speicherpunkt da. Woher? Das Teil Pluto ausgeht. Also. Oh, wie gemein. Aber wenigstens vergesse ich es nicht. Was ist denn für eine komische Kugel? Ey, war da ein Drache im Hintergrund? Boah, jetzt hast du es kaputt gemacht. Wetterkugeln beeinflussen das Klima und steuern atmosphärische Niederschläge. Einige indigene Spezies scheuen Wasser und verkriechen sich vor Regen. Allerdings locken Niederschläge dafür andere hydrophile Wesen hervor. Aha. Ach, Mädchen kann ruhig nass werden. Und wenn sie eine Erkältung bekommt, dann macht sie einen auf krank und darf nicht mitspielen. Wasserreihe, das sind Segel hier. Und coole Sache, dass ich auch verstreuen kann. Ich bin giftig. Schon wieder so ein komisches Vieh. Ich mag die Viecher da nicht. Ich weiß aber auch nicht, ob sie gegeneinander kämpfen. Ach, da ist es ja genauso. Weg mit deiner ekelhaften Zunge, du. Wie kommt der denn hier? Lille Schulte, das war nicht verkehrt. Ja! Schon wieder gewonnen in der Arena, ich fass es nicht.
So, gegen Shiva haben ich und Alizea überlebt. Die anderen sind eingefroren und sind jetzt Eis am Stiel. Da habe ich da echt keine Chance. Und die Mädchen können aber springen, du. Beide sind Mitglied im Verein der anonymen Synchronfisch-Hüpfentruppe. Also, es so, Schatz. Es so. Woher kennst du die? Ach, du. Ah ja, du kanntest mal jemanden. Ja. Okay. Gut. Kanntest da mal jemanden. Gut. Okay. Jo, ist der am Dancen? Sie hat mal unerkannt mitgehüpft. Aha! So war das also, Schatz. Mhm. Siehst du, oder kann was?
meine Frau war ganz schön inkognito, du. Ja, 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 da kommen wieder Wahrheiten auf den Tisch. Wer hätt's gedacht? Wer hätt's gedacht? Na, du sowieso nicht, weil du wusstest es ja schon. Was hast du sich da mitgemacht? Ding, ding. Noch mehr Leder. Warum schaffe ich es nicht? Aber ich habe wenigstens das schon wieder fertig. Ich habe es auch geschafft. Ich hole sogar noch weiter. Man ist sehr billig. Checkert dann. Der Anmachspruch von den komischen Stachelfischen. Ja, natürlich. Kommen wir welche an. Ist mir noch einer da, tralalalala. Könnte fast bei Let's Dance mitmachen. Oh, ja. Hätte das Talent dazu, ja? Gucken, was passiert, wenn ich das jetzt wieder auf Sonne mache. Was? Warte mal. Hi. Jetzt weiß ich, wie ich an das Loot rangekommen wäre. Mist. Er sieht da oben aber nicht sehr nett aus. Aber hier aus dieser dünnen Passage würde ich nicht durchkommen. Da ist doch auch noch Loot. Sogar zweimal. Nee, einmal. Andere war ja wieder diese komische Wetterkontrollsystem. So.
Entweder schießt hier, schießt hier jetzt oder ich weiß es nicht. Geht doch. Das war knapp. No risk, no fun. Immer noch nie ein Loot, ey. Ihr seid so eklig. Angriff der Killer-Tomaten. Aber keine Killer-Tomaten, das ist Gemüsepudding. Ja, nun, aber trotzdem. Wie ist das irgendwie wieder eingefallen? Angriff der Killer-Tomaten. Sehr schön. Lief doch fuhntustisch. Weinde. Schwalbenschleim. Schwabbelschleim. Darf ich jetzt das Loot haben? Dankeschön. Ein Wasserring, ja. Oh, da fliegt einer rum. Ich weiß sogar. Die wollen sich paaren mit der Loot. Habe ich gegen das Vieh vielleicht eine Chance? Mini weiß ja nicht, ne? Das hat wenigstens zwei Schwächen, das ist schon mal nicht verkehrt. Oh, meine Fresse noch eins. Auch nicht gerade ohne, ja, sagt Tod. Ey, Vivian ist auch nicht gerade jetzt für die beiden gedacht. Ja, ist es auch noch schnell. Na, das andere ganz gemütlich. Dann will ich mal das Wetter umstellen.